Und ihr seht es, es sind nicht nur Gegenstände geliefert worden, sondern es passiert auch was im Dorf. Und da rennen wir jetzt hin. Und wir müssen Gott sei Dank gar nicht so viel machen. Ich lege mal die ganzen Baustellensachen weg. Ihr hättet mir übrigens in der letzten Aufnahme auch sagen können, dass ich da einfach zu niedrig ansetze. Dann habe ich diesen ganzen Boden gebaut. Und dann stelle ich fest, das passt alles nicht. Warum sagt ihr mir das denn nicht früher? Ihr seid fiese Möps. So. Einmal den weglegen. Jetzt können wir noch das hier oben und dann können wir ja die weißen Blüten. Die gelben, nee, was ist das? Grün und das. So. Das heißt, jetzt setzen wir das wieder nach oben. Das setzen wir nach oben. Weil, dann setzen wir mal eben Ed hier ein. Hier muss ich mich um nichts kümmern, außer ernten. Ah, guck. Ja, das müssen wir natürlich machen. Da kommen wir nicht drum rum. Der hier braucht noch ein bisschen. Und dann rennen wir aber auch wirklich zum Event. Also das machen wir heute. Das ist versprochen. Denn ich bin ganz gespannt, was da auf uns zukommt. Weil eben ja das ganze hier schrüppt, wie das Grünzeug aus dem Boden ruppen, ja? Und dann loren wir ins, was das jetzt lecker gibt. Hier wird noch nix. Hier gibt nix. Die kann man auch noch nicht. Und die kann man aber. Den Salat auch schon? Nee. Gut. So. Hauptsache die nicht, richtig. Fluffy einmal streicheln. Ja. Ist schön hier draußen. Nicht so schön nass. Toll. Und die Kühe ziehen sich zurück. Ich sammle mal eben Kuhkacke ein und zu essen habt ihr ja noch. Alles jod. So. Einmal bitte Milch. Zweimal bitte Milch. Einmal nochmal Kuhkacke. Und jetzt können wir auf das Event rennen. Bist fertig? Vorher gehen wir natürlich noch einkaufen. So, das ist Kartoffel. Kartoschka. Das ist Rottebett. Ne, Rübe. Dann haben wir hier Milch. So. Dann haben wir da Kuhkacke. 2, 4, 6. Jetzt müsste eigentlich alles fertig sein, oder? Na komm, polier dir nicht den Wolf. Okay, jetzt haben wir alles. Dann nehmen wir das hier nochmal mit. Dann haben wir wieder brauner Holzblock und Sack. Iris. Wo ist Iris? Hier irgendwas, was wir noch dringend an dir kommen. Ich will ja zu dem Event. Hier, da ist doch Event. So, mit euch will ich nicht quatschen. Was ist denn hier mit Brennen? Das Dorf ist ganz in Ordnung. Es hat mich wirklich schlimmer treffen können. Ja, das stimmt. Ja. Das ist der. Das ist immer schlimm, wenn man die Leute sucht. Wo ist sie denn? Emilia, Eliza, Jamie, Iris. Die kommt da gerade des Weges. Ich quatsch die jetzt mal an und gebe ihr das nicht gleich. Plaudern. Oh, du bist es. Letztlich habe ich es selbst geschafft, Stoffsack zu finden. Super, Stoffsack. Ist das für mich? Ja. Cool. Davon kann man nie genug haben. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ne, Leute. Ich gebe ihr das. Die Aufgabe gilt als gescheitert. Die hier kann ich gar nicht abgeben, weil sie den Brief überhaupt nicht annimmt. Na, das ist ja der Brief, der hier liegt. Den habe ich bekommen. Und den soll ich hier abgeben. Aber ihr seht, oh je, ich weiß. Nö. Dann werde ich wohl weitersuchen müssen. Ja, hier. Ich weiß nicht. Ja, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich ständig solche Aufgaben kriege, die ich aber dann gar nicht erfüllen kann. Das ist doch scheiße. Warum macht das Spiel das? Was mache ich falsch? Ich kriege die Aufgabe, kümmere mich sofort drum. Also wirklich, ich habe die Aufgabe hier bekommen. Bin sofort rübergelaufen zu ihr nach Hause, weil es schon entsprechend spät war. Und ja, Thema durch. Das mit dem Stoffsack habt ihr in der letzten Aufgabe selber gelesen. Ups, wo bin ich hier?
Gut, ich hätte vielleicht vorher verkaufen können. Wäre nicht so die unschlauste Variante gewesen. Ein Rohholz? Ja, lecko, Fanny. Was kann man denn sonst hier machen? Gibt's hier sonst irgendwas, was wichtig ist? Hier gibt's Blumen. Und hier gibt's sowas. Naja. Ist auch kein besonderes Holz, ne? Ist ganz normales Rohholz. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir mal eben schnell die Sachen verkaufen, weil ich brauche ja Platz, ne? So, wo hast du denn deinen Verkaufsstand hier? Ja, hi. Das hier runter und dann kann das hier alles verkauft werden. Mal eben schnell verkaufen. Ja, draufstellen, verkaufen. Draufstellen, verkaufen. Draufstellen, verkaufen. Ist doch gar nicht so schwer. Haben wir jetzt schon ein paar tausend Mal gefühlt wenigstens gemacht. Gut, ich renne da gerade im Hintergrund noch eine Folge Dingens hier, weißt du? Schlampe. So. Womöglich ist der Rechner da einfach nur überlastet. Dann wollten wir mal eben Journal, Axt. Hier, da konnten wir doch hier über Magie konnten wir doch gehärtete Axt. Dafür brauchten wir blaue Kristalle. Zwei Stück nur. Und wie baut man die ab? Wo kommen wir hier hin? Ja. Feenbaum. Ach, das sind die Feenbäume. Ja, schön. Und wie komme ich da hin? Mondfalter. Wofür brauche ich Feenbäume? Herzschmetterling. Ja gut, das sind natürlich dann Dinge, die können wir natürlich schön, ne, wisst ihr. Seht ihr sonst noch irgendwas flattern? Nee, ne? Dann lass uns doch mal eben... Also ich habe nie gewusst, was ich damit soll, deswegen habe ich mir die nicht gekauft, wa? Wir können ja hier mal ein bisschen rumgrasen. Kriege ich hier irgendwas? Rotes Blütenblatt. Nö. Gut, der Boden, der interessiert mich jetzt nicht sonderlich. So ein Feenbaum. Ich habe ja auch irgendwo Feen. Ich habe nur Angst, hier runterzufallen. So. Weil die sind schon ganz schön hoch. Das sind so Feenhäuser. Aha. Dann muss ich mir die gar nicht kaufen. Ich denke, die kommen ja wieder, ne? Ich nehme nur mal so 2, 3, 500 mit. Das ist eine pissnormale Schnecke. Ja, gut. Dann will ich nichts gesagt haben. So, komm, nehmen wir mal ein paar Feenbäume mit. Wo sind die? So. Mal von den großen. Dann gehen wir mal hier runter. Was ist das hier? Feenspinne. Noch einen großen Baum. So, die Häuser lassen wir hier. Keine Ahnung. Feenkäfer.
Haben wir irgendwas übersehen? Hier ist noch so ein Schmetterling. Herzschmetterling, da haben wir zwei von. Vielleicht sind die viel wert. Ich gehe mal durch das Portal weiter hier. Wir brauchen doch noch Kristalle. Also Kristalle würde ich mal vermuten, die gibt es hier. Frag mich aber bitte nicht, warum ich der Meinung bin, dass es hier Kristalle gibt. Wie kann man denn Kristalle abbauen? Wahrscheinlich brauche ich dafür wieder irgendwas Spezielles, oder? Ist aber schön hier. Ach, guck. Da könnte man doch theoretisch mal was abbauen, oder? Ich meine, das braucht ja kein Mensch hier. Deswegen dachte ich... Ein Wegweiser. Also ein Postschild. Ja, und da ich die Sachen ja alle nicht habe. Niedriger Holzzaun. Ach, weißt du was? Ich bin ja nicht so. Komm. Die lassen wir auch mal hier. Dann gehen wir mal darüber, über den Brücke. Ich habe so ein bisschen Angst, weil ja jetzt schon wieder Nachmittag ist. Ich weiß halt nur nicht, ob das gespeichert wird, dass alles hier kaputt ist. Das sind auf jeden Fall Pilze. Das sind keine... Das ist interessant. Das ist hier so eine Brücke. Wenn ich da runterfalle, bin ich doch in the ass oder not? Wo bin ich jetzt wieder? Sind das die berühmten blauen Kristalle, die ich brauche? Du brauchst eine Spitzhacke. Du brauchst einen Hammer. Magische Fackelkiste. Blauer Kristall haben wir. Ich nehme mal, wenn ich schon mal hier bin, ne, können wir ja noch ein paar mitnehmen, oder? Ist doch bestimmt kein Raubbau. Der Nachteil ist natürlich schon wieder, dass das... Das sind die Leuchtpilze. Hier geht's raus. Hier sind auch wieder Leuchtpilze. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass ich gleich nicht mehr zurückfinde, aber... Ja, ich weiß, Spitzhacke. Das sind grüne Leuchtpilze. Die Pilze gingen ja nicht ab, ne? Da haben wir ja schon versucht. Ich weiß auch nicht, ob ich diese ganzen Kristalle brauche, aber weißt du, was ich habe? Ihr kennt das ja. Hier ist auch nichts. Hier. Das war der Raum. Hier ging es noch geradeaus weiter. Hier hin. Hier noch ein... Ja, das ist schon schön. Und dann machen wir nämlich schön die... hier geht es auch weiter. Warte mal, ich habe da noch einen Raum gesehen. Wo gibt es denn grüne Kristalle irgendwo? Oder andersfarbige Kristalle? Da
Warum bin ich froh, dass ich so gierig bin? Das ist ja ein verdammtes Labyrinth. Das könnte doch niemand mit mir machen. Ist alles zu. Ja. Hier sehe ich nichts mehr. Hier sind nur Pilze, ne? Okay, dann sind wir hierher. Hier haben wir schon alles abgeschlagen. Dann sind wir hierher. Die Zeit rennt. Hier ist schon wieder ein Höhleneingang. Den nehmen wir doch glatt mit. Aber hier ist noch eine Tür. Okay, hier ist noch so ein Kristall. Also es wäre schön, wenn die im nächsten Jahr oder bei der nächsten Möglichkeit wieder da wären. Denn dann gucken wir mal, wie viel so ein Kristall wert ist, ne? Spannend. Och, und wisst ihr, was so schlimm ist? Wir sind schon wieder bei 15, fast 16 Minuten. Was mache ich denn mit euch? Kurze Pause und sofort weiter für die nächste Aufnahme? Machen wir, ne? Okay, dann machen wir hier mal ganz kurz Schluss und sehen uns im Anschluss wieder, also in 2 Tagen. Dann machen wir hier weiter und ich bleibe einfach so lange hier stehen. Ne? Also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder kristallenen Abend. Bis dahin, ciao, ciao!